Peace, Leute, und was geht ab? Heute spielen wir ein Naruto Death Run. Was ich hier machen muss, weiß ich noch nicht. Werde ich während des Death Runs erfahren. Ich sehe aber, dass es nicht so aufgebaut ist wie normale Death Runs. An sich ganz cool. 100 Level hat der ganze Spuk hier. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen und wie schnell wir sind. So. Okay. Ach, mit Sterben und so, okay. Ich will aber nicht sterben. Das ist doof. Okay, das ist cool. Kann man klettern? Ja, kann man. Ja, das ist cool gemacht. Kann man nicht sagen, ist mal was anderes. So. Wenn wir uns hier außen bewegen, dürfte uns eigentlich nichts passieren. Jo, das sieht erstmal soweit entspannt aus. Kann sich aber jederzeit ändern, ihr wisst es. Wenn dann Gockel wieder ins Struggle kommt, dann ist sowieso aus. Und jetzt? Soll ich hier hoch? Okay. Und nö? Klemmt der Schuh. Wo geht's denn lang hier? Ach hier, okay. Ach, ich bin so ein Fahrrad. Mensch, das war doch klar, oh Caro. Jetzt muss ich hier wieder. Ach so, weil ich ja keinen Checkpoint hatte. Da ist doch aber ein Checkpoint. Da war doch ein Checkpoint. Ach nee, war nicht. War falsch gedacht. Und ich renne natürlich wieder andersrum. Das ist Goggle-Style, meine Damen und Herren. So. Ich bin doch so gut. Mann, jetzt ist hier wieder Gockel Struggle Time. Ich sag ja. Zu früh gelobt hier. 13 Level und das war's dann auch. So, jetzt aber bitte. Gut, das ist hier entspannt. Hier muss man einfach nur so. Und so. Und so. So, jetzt. Ja, das stand ja auch gestern schon in der Zeitung, dass hier eine Falle kommt. Also wirklich. Was ist hier? Was macht der hier? Achso, ich dachte, das bricht runter oder so. Warte mal. Machen wir so hier. Sind ja nicht dumm. Hallo? Soll ich jetzt hier runter? Ne, soll ich nicht. Okay, was soll ich denn aber machen? Er schreibt Level Requisit. Ach, Impulsgranate habe ich ja hier. Sehe ich doch. Ich bin ja auch blöde, es steht Level Requisit. Ich bin aber kein Franzose, Junge. Woher soll ich das wissen? Mein Französisch ist eher limitiert. Ich dachte, der könnte auch mal Englisch einstellen. Der Kleine. Scheiße. Habe ich gesehen und hier habe ich auch gesehen. Hier habe ich gesehen.
Oh nee, das kann ich ja auch übelst gut. Aber es ging besser als gedacht, Leute. Ich bin eigentlich richtig kacke drin. Ehrlich jetzt. Weil dieses schnell rennen und lenken, ach, das macht mich kaputt. Das ist mit Analogstick, wo das so empfindlich ist, das ist gottlos. Sill. Nun komm. Weiß nicht, ob ich das hier in 15 Minuten schaffe. Möglich ist alles. Aber wenn hier wieder Dr. Struggle kommt, dann ist arschig. Aber ihr wisst ja, ich gebe alles. Die Münze. Die bringt zwar vielleicht nichts, aber. Attention, Le Grand Level. Ja, mach mal. Nee, skippen wollen wir nicht. Na, mach mal. Ja, das war gerade echt nochmal gesaved. Aber es ist an sich cool gemacht. Also ich bin echt begeistert. Ja, die Schriftrolle, weiß ich nicht, ob die uns was bringt hier. Aber wir nehmen mal mit, was wir kriegen können. So, jetzt geht's hier wieder runter. Munter. Ja, er lebt noch. Mein Gockel, reiß dich doch mal zusammen, bitte. Ja, die Münze, damit ich hier sterbe, nicht? Ja. Schön den Rücken stechen, ja. Fällt aber aus heute. Sag ich euch. So, ein bisschen Zeit aufholen, weil kommt bestimmt noch ein Level, wo Gockel gar nicht durchsieht. Deswegen ist immer gut, wenn wir uns einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Wir haben noch nicht mal die Hälfte, Leute. Ach, das ist fies. Boah, ist das fies. Aber es stand auch gestern in der Zeitung eigentlich. Ja. Der ist ja fies. Ihr seht, da bin ich erst lang gelaufen, da oben. Ach was? Hä, von wo kam das? Ach so, hier. Ja, das ist richtig. Jetzt hier rein oder? Wie hätten wir es? So. Überspringen wir ein bisschen was. Hoppa. Ja, mach mal. Ach, Digga, nicht doch so. Also, wenn ich 20 Minuten schaffe, dann bin ich auch gut. Finde ich. Oder nicht? Was sagt ihr, Leute? Ist ja doch so, dass es hier das ein oder andere arschige Level gibt. Ja, guck mal hier. Das Schwein das. Na, mich hast du da nicht erwischt. Minion, da muss er aber mal ein bisschen früher aufstehen.
So, jetzt hier kommt Speedy Gonzales ein bisschen hier. Kann ja nicht sein, dass wir hier so viel Zeit verschwenden. Ach, der, hä? Der hat doch aber schon geschossen. Oder? Bin ich jetzt blöde? So. Ach so, ich bin zu zeitig losgelaufen. Okay, verstehe ich. Verstehe ich und akzeptiere ich. Ja. Komm, mach mal Lackschuh jetzt hier. So, jetzt. Highspeed! Oh Gott! Okay. Hopp! Hier kommt safe auch noch eine Falle? Nee, doch nicht. Ja, komm, nimm mit hier. Hallo! Danke! So, hier ist auch eine Falle. Stand gestern schon in der Zeitung. Ja. Aber hier kann ich auch so lang laufen. Hier ist auch eine Falle. Also das sind. Hä? Nee. Auch wenn die nicht triggert. So. Muss ich hier überhaupt hin? Bestimmt. Aber unten waren auch welche. Oder habe ich da Münzen vergessen? Das kann auch sein. Er ist nicht gesprungen. Klingt blöd, aber jetzt. Okay, ich teste das vorher. So. Guck mal, kann man hier schummeln? Nee. Ach, er will nicht, dass man schummelt, der kleine Scheißer, der. Aber schlau gemacht, muss ich sagen. Ich würde auch nicht wollen, dass man meinen. Der Front schummelt. Ja. Hat er gut gemacht, müssen wir ja auch mal zugeben. Das ist so ein Schweineigel, ich sag's euch, ey. Einmal gelobt, jo, hat er gut gemacht, ja. Aber eigentlich sieht man die auch. Wenn man fokussiert ist. Ja, da oben wollte er mich nämlich hinschießen, der kleine. Ne sauber Bastio, freilich, ich weiß nicht, was das heißt. Ach! Do not jump, ja, schönen Dank auch. Woher soll ich das wissen? Ne sauber Bass. Gut, oder? Jetzt soll ich auch nicht springen, oder was? Ach doch, ging. War nur da. Ach, ich bin so Blade. Ist an sich einfach, weil wenn man nicht auf die Löcher geht, ist es entspannt. Nur komm. Essenzeitig. Ach, das ist ein Schweinchen. Das ist ein Schweinchen. Nun mach doch mal, bitte. Wie willst du das schaffen? Sliden? Ich weiß, ich frage immer zu viel, aber. Genau so, Gockel, genau so. Jetzt gibt's Stoff. Gib Gas. Damit wir hier. Jawohl, so, genau so. Hier, Zagedudel hier, hopp.
Und hoch dafür. Wohin? Hier hoch. Okay. Und nu? Wo soll ich denn hin? Ja, ich bin doch gelandet. Ach so, ja. Jetzt wieder raus. Find the six button. Was für Button, Junge? Was sind für Button? Ist da irgendwelche Knöpfe? Da ist ein Knopf. Ich hab da einen Knopf gefunden. Sechs Knöpfe, Leute. Allerdings schreibt er auf Französisch. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich weiß nicht, was ich für Knöpfe suchen soll. Hallo, Sir? Was für Knöpfe? Ich weiß nicht, was er für Knöpfe von mir will, Leute. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was er von mir will. So irgendwie sechs Knöpfe finden. Aber was für Knöpfe? War ja so ein Riesenknopf. Habt ihr ja gesehen, aber den konnte ich ja nicht drücken. Hier. So ein Taxi. Okay. Ein Taxi. I am Taxi. Okay. Aber welches? Okay, warte mal, wir machen das mal. Na, chronologisch kann ich auch nicht machen. Doch, kann ich. Warte. Also hier war eins. 2, 3, da war nichts. Ah, hier. Una große Sushi Dumpling. Ja, was? Kannst du es bitte mal auf Englisch schreiben? I have a big sushi head. Was ist ein Fischkopf oder was? Sushi Head. Ne, das ist eins. Sushi Head. Hä? Na, der ist es ja auch nicht. Sushi Head? Leute, ich bin überfragt. Jetzt macht er hier so Hide and Seek mäßig. Was ist das hier? Ein Sushi-Head. Was ist ein Sushi-Head, Leute? Ich weiß es nicht. Das muss ja hier irgendwo sein. Hier komme ich auch nicht mehr lang. Aber was ist denn Sushi-Head? Bitte, sag mal. Ich habe keine Ahnung. Deswegen würde ich sagen, beende ich das Video. Wenn ich es irgendwie geschafft habe, mache ich einen Short oder sag's euch im nächsten Video. Ne? Wir sehen uns, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.